Einen wunderschönen Donnerstagmittag wünsche ich. Wir sind auf Neuromulus, in diesem Falle ist das wir, ich und Glücksfee Irlei. Und Irlei wird heute die Verlosung durchführen zur Kükentaufe eines Gornbabys. Gewonnen hat der Gorn, der heißt nämlich Simsalamander. Und den bringe ich im Anschluss an die Taufe dann auch zur Welt. Ja, erst taufen, dann kann er aus dem Ei. Und ich fange jetzt an zu verlosen. Dazu lassen wir das Spiel würfeln. Und naja, dann gucke ich gleich in die Liste rein aus den ganzen lieben Zuschauern, die entschieden haben, wie sie möchten, dass das Küken heißt. Dann wollen wir mal. Das Würfel ist ein Emote. Roll Dice. Die Würfel fallen das erste Mal für den ersten Preis. Das sind zwei Keys für Star Trek Online, wo ihr in der Produktfreischaltung hoffentlich was Hübsches bekommt. Das ist die 1. Gut. Die 1 ist Till. Okay, Till kriegt gleich noch eine Nachricht. Dem werde ich die Keys dann direkt in Facebook schreiben. Gut, dann schauen wir uns das zweite Mal. Slash. Nochmal, Roll Dice. Die 68. Die 68 von bis 64 bis 68, der Dietmar gewinnt die 5 Verschlusskisten. Die Hauptschlüssel. Die Kisten, naja, die kann er erbeuten oder die kommen sonst woher. Ich werde sicherheitshalber einfach noch 5 Infinity-Kisten dabei tun bei den Schlüsseln, falls er die haben möchte. Die sind ja immer praktisch. Also Dietmar, ich schreibe dich gleich noch in Facebook an und werde dann nach deinem Ingame-Handel fragen, damit ich dir die Sachen zuschicken kann. Jo, unser Küken heißt Simsalamander. Dann blenden wir jetzt mal die Liste aus. Liste ausblenden, wo ist sie? Da. Und schauen uns einfach an, wie Gornküken so heutzutage zur Welt kommen. Na, Charakter wechseln. Yep. Ich habe den geschenkten Charakterplatz für die neue Charaktererschaffung zum Anlass genommen, dann einen Gornwissenschaftler haben zu wollen, den ich bisher noch nicht haben konnte. Warum das so ist, obwohl schon ein Platz frei war, dazu später. Ich sag nur Psychic Bob. Zeit für die klingonische Verteidigungsstreit. Fraktion ist gewählt. Weiter. Es wird ein Gorn. So. Und weiter geht's. Er wird Wissenschaftler. Schauen wir mal als Wissenschaftler. Ja, ein bisschen Platz, weil Wissenschaftler sind halt meistens irgendwo drin. Außer sie sind halt Feldforscher, dann wären sie draußen, aber
Ja, das ist ein graues Korn. So. Als Wissenschaftler muss er das mit dem Groß und Stark, ja. Also. Jo. Als Wissenschaftler denkt er nach, bevor er Sachen macht. Durchschnittlich groß. Uniform. Schauen wir mal, was wir da später noch an- oder ablegen, aber die gefällt mir hier eigentlich am besten. Erweitert. Da kann er Sachen dranhängen, braucht sich nicht so eine Bratpfanne vor die Brust zu hängen. Der Gürtel ist praktischer. Bisschen traditionelles Blau. Bisschen weiß. Und ein wenig Gold. Also dann das dunkle Blau ins Erste. Zip, zip, zip. Lassen wir mal so. Dann das helle Blau ins Zweite. So, und hier. Als nächstes das Weiß ins Dritte. Die Nasenlänge. Okay.
Nasenloch Größe muss groß, weil je größer, je besser. Und weiter. Juhu. Simsala und nicht Bim, sondern Wanda. Auch wenn er sicherlich Weltraum war. Und das ist das erste Schiff, mit dem er, naja, losreisen wird, um dann möglichst schnell in sein Wissenschaftsschiff einzusteigen. Sozusagen der Passagierfrachter. Energie. Ja, so sehen sich die Klingonen als Liebste, Krieger, Kämpfer ohne Ende. Als Wissenschaftler wird Simsalamander auch so den einen oder anderen Kampf bestreiten, aber das Buttlet wird nicht seine Hauptwaffe sein. Wahrlich nicht. Und über dem ganzen schönen Video schwebt die Kükentaufe. Ja, das ist. Serve the Empire. Das Tutorial habe ich schon öfter gespielt, das werde ich diesmal überspringen. Mein nächstes Ziel ist das Gefängnis von Kronos. Mal sehen, wo ich lande. In der Halle der Krieger. Gut. Dann werde ich an dieser Stelle zunächst mal den Kleinen wieder verlassen und über sein Raumschiff und alles Weitere erzählen wir ein andermal. Tschüss.